So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Schaut mal, was mir hier passiert ist. Ich habe ja mein Tablet, das wollte ich schon sagen, mein Laptop, ich habe mein Tablet ja nochmal neu eingerichtet. Und da ist mir doch glatt leider auch der Spielstand abhanden gekommen. Wir waren aber noch nicht so weit und wir werden jetzt einfach mal schauen. Create New, wir spielen weiter trotzdem mit einer jungen Dame, oder? Wollen wir heute mal einen Mann probieren? Dann haben wir zwei Folgen eine Frau, jetzt spielen wir mal mit einem Mann. Versuchen wir uns einfach mal an dem Mann. Ich werde nochmal gucken, dass ich die Grafikeinstellung ein bisschen hochgefummelt kriege, damit es ein bisschen besser aussieht. Wobei, warte mal, ich glaube, es sieht aus, als sollte ich nach Ressourcen schauen. Lass mich kurz mal gucken, warte mal, wenn ich Exit Game mache, jawohl. Vielleicht sollten wir hier mal gucken, ob ich einfach gleich hier das mal so mache. Das rechts lasse ich einfach mal, Partikel im Wasser lasse ich auch. Und ich mache auch hier das mit dem Gras und auch hier, dass ich mal ein Stück weiter schaue. Und jetzt starten wir mal. Da haben wir gesaved. Gucken wir mal, wie jetzt gleich die Grafik aussieht. Auf Deutsch habe ich es auch gerade umgestellt. Ich glaube aber, das wird aus der nächsten Folge wieder aktiv. Thrive Island, Folge 3. Aber wir müssen nochmal von vorne beginnen. Schade, wir hatten ja schon eigentlich eine Foundation gebaut. Oh, jetzt netzt ein bisschen, ja. Komische braune Hose haben wir an. Gras ist da, Gras wackelt auch. Es geht also grafisch ganz gut. Da unten steht eine Kuh. Lass mal schauen, da steht eine, ist das eine Kuh? Tatsächlich. Schau mal, eine Kuh steht da. Die läuft natürlich von mir weg. Die hat man, das hat man noch gar nicht gesehen. So, jetzt haben wir aufgrund des Grases ein Problem. Ich sehe gar nicht, ob hier irgendwo was einzusammelndes ist. Aber hier unten haben wir einen Stein. Ne? Das ist auch ein... Mist. Hier haben wir kleine Steine. Hoppla, was haben wir jetzt gemacht? Einmal kleine Steine. Dann nehmen wir die mal. Interagieren. Genau, wir hatten ja auch schon ein paar Level erreicht beim Mining. Was war das jetzt? Einfach mal ein Restart. Aber ich glaube... Mal gucken, was es gespeichert hat und was nicht. Jetzt bin ich gespannt. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Okay, wir haben also nichts. Wir haben also gerade nicht gespeichert. Es fängt an zu regnen, schau mal. Nice. Es klingt zwar gar nicht so nach Regen, aber es scheint zu regnen. Dann haben wir hier, ist das Holz? Oder ist das auch Stein? Oder ist es etwa eine Pflanze? Es ist Holz. Ein Lock. Wuhuhu. Okay, ich habe das Gefühl, an Stein kommen wir leichter an als an Holz. Also bauen wir erstmal eine... Oh nein, das war genau das falsche Tier. Ist wie im realen Leben. Bei Wildschweinen müsst ihr aufpassen. Wildschweine sind kreuzgefährliche Tiere. Mega nice. Jetzt kann man natürlich nicht weglaufen. Wir können ja mal versuchen, durch den Fluss zu schwimmen. Ja, gut. Brauchst jetzt auch nicht boxen. Das war wohl nix. So, das Bunman Project Thrive Island geht in die nächste Runde. Alles klar. Loks haben wir auch nur einen. Hier sehen wir rote Bäume. Ich glaube, hier ist die Welt zu Ende. Die werden wir gleich... was war das jetzt? So, werden wir gleich in den Verstrahlungsbereich kommen, wo die Map zu Ende ist, vielleicht. Okay. Ja, schwimm doch mal. Ah, sie müssen einen Eimer tragen, um die zu nutzen. Also, um zu trinken, brauchen wir also einen Eimer. Ja, super. Da steht unser Wildschwein, steht da noch. Ach so, Walk. Ah, warte. Jawoll, so machen wir das. Ja, trotzdem von neuem anfangen, mal was Neues. Stamina. Ach du Schande. Wieso ist denn die Stamina auf 0%? Jetzt müssten wir schlafen, was natürlich nichts ist. Haben wir hier was? Ein Stück Zuckerrohr. Leveln wir da auch gleich was? Sieht nicht so aus. Aber die Stamina leveln wir damit. Die geht gerade wieder hoch.
Ja, hier, dem Gras sieht man ja nichts, ey. Okay, Zuckerrohr. Ich weiß nicht, wofür wir es brauchen, aber wir haben welches dabei, auf jeden Fall. Kannst du mal bitte... Ach so, hier, so geht das. Alles klar. Man kann ja zwischen Run und Walk umschalten. Ich erinnere mich noch, am Anfang war die Geräuschkulisse ganz furchtbar bei dem Spiel. Och nein, schaut mal, ne, schaut nicht neu. Ganz am Anfang war das ganz furchtbar mit der Geräuschkulisse. Also die ersten Aufnahmen in meinem Kanal von Quitschigu waren eine grande Katastrophe. Ich brauche Stein. Wir brauchen Stein. Da ist auch Stein. Aber wir brauchen einzeln. Ja, der Anfang ist furchtbar. Der Anfang des Spiels, wenn man da keinen Stein und kein Holzlocks findet, und gerade mit dem hohen Gras hier, das ist ja echt hart. Da drüben ist aber die Höhle. Da ist die Höhle, in der wir gewohnt haben zuletzt, glaube ich. Der Berg. Die Map sieht also auch immer gleich aus, wie es aussieht. Da liegen Steine, oder? Oder sehe ich da nur irgendwelche Tiere, die da sich verstecken und mir jetzt gleich anfallen? Gib mir, was haben wir hier? Einen Lock noch. Ach, toll. Stamina plus 2. Ist hier noch ein Lock? Hier sind hier Steine. Interagieren wir. Jawohl, das sind Steine. Die sehen etwas seltsam aus, aber das waren auch Steine. Dann können wir jetzt vielleicht... Warte, ja, wir warten mal. Gucken, was wir noch finden. Wir haben 6... 2 Holz und 3 Steine. Da liegen auch nochmal Steine. Machen wir mal eine Holzaxt. Gehen wir ins Crafting-Menü rein. Und wir craften uns mal 2 Lock und 3 Stone. Ein Handwerk. Einmal Handwerk, bitte. Die Steinaxt oder Hacke. Hatchet könnte auch das Beil sein. Wenn jemand von euch weiß, was man zwischen einem Axt und einem Beil, was da der Unterschied ist, und war, ich glaube, das hat mit der Größe zu tun. Aber sicher bin ich mir nicht. Jetzt brauchen wir Steine, haben wir da drüben. Und wir brauchen noch Holz. Also da müssten wir jetzt eigentlich hinkommen. Ja, willst du mich rollen? Das geht ja gar nicht. Was war denn jetzt los? Schon wieder Einstellungen. Dann. Tja, versuchen wir es bei Medium. Aber ich weiß was, Gras kann man bei Low lassen. Ich möchte das gerne schon ein bisschen High haben. Partikel im Wasser brauche ich, glaube ich, nicht. Wasser könnte aber gut aussehen. Nebel brauche ich auch nicht. Schauen wir hier noch in Einstellungen. Kamerasensitivität, Auto attackiere Tiere. Das ist auch keine schlechte Idee. Die Töne. Du siehst, es eigentlich ist das noch gar nicht so richtig. Funktioniert es noch nicht so richtig. Und ich glaube hier, das geht wieder von vorne los, ne? Oh, guck mal, wie schön das... Oh. Oh, guck. Also, es hat zwischengespeichert. Wir laufen in die richtige Richtung. Oh, schau dir mal... Oh, guck dir mal das Wasser an. Das hatten wir schon mal gesehen, ne? Dieser rote Strich ist zwar ein bisschen kacke da, aber mit dem Spiegeln der Bäume und die sind ein bisschen vermuschelt, also unscharf. Ja, guck mal. Ja, guck mal an. Jetzt hüpfen wir mal ins Wasser rein. Es schwimmt, das sieht gut aus, wenn er schwimmt. Also man muss schon sagen, One-Man-Project, ja. Thrive Island. Ich habe das Spiel wirklich gekauft, weil ich finde, den kann man auch echt unterstützen. Und ich habe, wenn ihr von Cloud die Videos verfolgt, ich glaube, wer bei mir im Kanal ist, der kennt auch Cloud. Und ich denke, vielmehr wird es andersrum so sein, dass die Leute von Cloud mich nicht kennen. Aber, egal. Wer jedenfalls die meisten schauen, also auch bei Cloud, und da seht ihr ja, der sagt das auch immer. Er kauft sich die Spiele immer alle, weil er möchte gern die ganzen Entwickler unterstützen. Also in dem Fall hier, wie gesagt, das habe ich schon mal erzählt, Thrive Island zieht sich nun schon so lange hin in meinem Kanal. Also ich habe, wie gesagt, ganz bei Zeiten schon angefangen mit, das wollte ich machen, mit Thrive Island. Und das gibt es wirklich schon so lange. Und der entwickelt eben alleine dran. Er entwickelt relativ langsam, das ist ein bisschen schade. Aber er ist wirklich alleine da dran und er macht das. Und das, da denke ich, kann man auch wirklich die 3 Euro für das Spiel... Und man kann es ja sogar, glaube ich, kostenlos spielen. Dann kriegt man halt Werbung reingeblendet. Ich sage ja immer wieder, ich denke, mit der Werbeeinblendung in den Spielen verdienen die Entwickler durchaus mehr Geld, als wenn sie das Spiel verkaufen einmalig. Also da bin ich ziemlich überzeugt von. So, gucken wir uns mal die Holzentwicklung an. Ja, nice.
Komm, noch eins. Stamina geht jedenfalls hoch. Also die Ausdauer geht hoch. Das ist schon mal sehr gut. Bam, bam. Bam, bam. Na? Lumbering schon auf 2. Jetzt auf 3. Und der Baum ist auch weg. Trotzdem hacken wir nochmal einfach sinnlos in die Weltgeschichte. Warum auch nicht? Aber das da hinten ist ein bisschen krass natürlich, ne? Scheinbar verbluten da drin alle Tiere. Was ist da passiert? Oder hat da, oder ist da ein Hai mit einer langen, großen Schlitzwunde? Irgendwas ist da gefährlich. Oder Loch Ness ist da in dem See. Ja, und frisst da gerade die, holt sich da Krokodile rein oder irgendwas. Überhaupt, muss ich mal gucken, welche Tiere das da überhaupt alles gibt hier bei dem Spiel. Ja, wir sind jetzt schon bei Holzfällerei auf 5. Das ist schon mal gut. Also ich finde ja hoffentlich, ich fände ja super, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass man was Gescheites bekommt, wenn die dann auch steigt, ja. Im Moment sind wir nur bei Holz, es geht nur Holz im Moment. Ich bin aber gespannt, ob da später mal mehr kommt und vor allem, wie sich das verhält beim Thema Stein, ja, mit der Steinspitzhacke. Und haken wir noch mal einmal sinnlos in die Weltgeschichte rein. Dann holen wir uns auch gleich ein bisschen Stein. Oh, da ist ein Fuchs. Ich habe keinen Bock auf Tiere. Vor allem nicht auf Aas- oder Fleischfresser. Gar nicht so eine nice Idee, jetzt hier auf die zu treffen. Hier haben wir nochmal Steine. Nehmen wir ein paar mit. Und dann können wir gleich nochmal eine Spitzhacke bauen. Und dann hacken wir... Ja, was? Dann hacken wir mal noch den Stein da weg. Und dann gucken wir uns das mal an. Ich hatte ja auch schon mal Lagerfeuer... Dann hatten wir noch einen Ofen, wie hieß der gleich? Merch? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Merchandise. Merchandise müsste ich auch mal anfangen zu machen. Aber wer möchte schon gerne Merchandise von Endless kaufen? Dazu ist das erste, was ich brauche, ein cooles Logo. Ein richtig cooles Bild. Ich habe von Blackie the Bat. Och man, ich sage immer von der kleinen Fledermaus, ich habe den Namen nicht im Kopf, aber der hat mir für meine Thumbnails von Minecraft, hat der mir meine Minecraft-Skins gerendert mit einem Schraubenschlüssel in der Hand. Also ganz cool geworden. Mal gucken, ob ich die auch hier auf dem Thumbnail baue. Und was haben wir da? Wir haben jetzt schon Crafting Lumbering. Mining 3. Ja, Mining gleich auf 4 kommen. Wenn wir mal treffen. Guck dir das mal an. Der hat eine riesen Spitzhacke. Und er hat vor sich einen riesen Felsen. Ja, und dann trifft den Felsen nicht. Kommt kein Stein raus. Eine Kohle. Wir haben das erste Mal eine Kohle bekommen. Hatten wir tatsächlich vorher nicht. In dem anderen Versuch. Jetzt haben wir bloß 48 bekommen. Ein Eisen. Ein Eisenerz. Sehr nice. Wie viel Eisen werden wir brauchen? Werden wir auch schmelzen müssen dann? Wir haben ja Holz und Stein. Wir kloppen mal den kompletten Berg hier noch weg. Und dann werden wir ein kleines Lagerfeuerchen machen. Zwei Stunden gleich erhalten. Oh, ich fühle mich auch so stoned. Oh, die Spitzhacke geht auch langsam kaputt. Schon wieder ein Eisenohr. Ein Eisenohr. Ich habe ein Fleischohr. Wisst ihr, in Sachsen zum Beispiel... Sagt man ja zum Ohr Uhr. Oder warte, wie war das? Genau. Genau, da sagen die Leute nämlich immer, meine Uhren tun weh. Ja, meine Uhren. Die meinen damit natürlich ihre Ohren am Kopf. Aber die können das, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es ging mir ja selbst ähnlich so, dass ich früher einfach nicht mein Ohr tut weh. Konnte ich nicht sagen, ne? Meine Uhren tun weh. Und dann hat aber immer dazu geführt, dass ich, wenn jemand sagte, meine Uhren, dann habe ich immer auf der Armbanduhr geguckt. Ja, ganz interessante. Da sagen ja auch, da heißen ja auch die Hasen Hosen. Und dann heißen natürlich auch die Hosen Husen. Ja? Also auch da, meine Husen, das sind die Hosen. Und meine Hasen sind die Hasen. Also auch da hier mal einfach so, um mal ein bisschen ja, Deutschunterricht zu geben. Deutsch für, wenn sie mal zu Besuch in Sachsen sind. Ja? Das gilt nicht für ganz Sachsen, das gilt mehr so für Richtung tschechische Grenze, das Erzgebirge. Aber es ist überall so... Ein bisschen Dialekt ist immer schön. Ich mag Dialekte.
Zum Beispiel, ich mag Dialekte zum Beispiel relativ sehr sogar. Relativ sehr. Nice gesagt. Jetzt gucken wir mal. Ich habe zwei Eisen und eine Kohle. Was haben wir denn da? Natürlich ein Holz. Da ist ein Fuchs, den gehen wir aus dem Weg. Wir haben Hunger. Wir müssen also Tiere killen in der nächsten Zeit. Wir werden was essen müssen. Da schauen wir doch nochmal. Da kloppen wir mal hier den Baum aus dem Weg. Da steht mir so sinnlos im Weg rum. Nicht getroffen. Wäre schon ganz nice, ne, wenn der... Jawohl, da haben wir einmal getroffen. Wenn wir wenigstens wüssten, ja, wir sind nah genug dran. So ein bisschen, ich bin gespannt, wie sich dieses Spiel weiterentwickeln wird. Also, wenn es mit der gleichen Geschwindigkeit weitergeht wie bisher, dann werden wir lange, lange, lange aufs nächste Update warten. Ja, das kann dann also dann durchaus passieren. Was ist jetzt passiert? Ja, was macht der? Was denn du? Ja, was denn das? Interessant. Was steht da noch? Wieso, was ist? Da ist aber weg. Der Baum ist weg. Tja, schlecht rausgerechnet aus dem Bild. Ist halt noch da. Da brauchen wir nicht angreifen. Aber hier können wir unser kleines Lagerfeuer wieder machen. Es wird nämlich temperaturtechnisch alles gut. Wir frieren nicht. Obwohl wir gar nicht... Nichts anzuziehen, ja, aber wir frieren nicht. Interessant. Hier ist das Loch, das ist die Höhle. Müssen wir da mal, in die Höhle müssen wir auch mal reingucken. Jetzt gehen wir mal ins Crafting-Menü. Wir gucken nochmal. Lagerfeuer. Was haben wir hier? Einen Kompass. Da brauchen wir ein Eisen. Eine hölzerne Kiste. Ein Boot. Da können wir also Boot fahren. Ein Eimer. Den brauchen wir nachher auf jeden Fall, wenn wir Getränke, also Wasser holen wollen. Eine Wassertasche. Da brauchen wir also Haut vom Tier. Hier brauchen wir geschmolzenes Glas für. Oh, das ist ja interessant. Ein Bett. Ah, da brauchen wir Clothes. Und das ist eine Wolfshaut. Da brauchen wir eine Wolfshaut für. Dreimal Kohle für den Schmelzofen. Okay, dann machen wir erstmal das. Kraften wir mal. Ich glaube, können wir vielleicht noch Kohle auch erschaffen, indem wir Holz ins Feuer schmeißen. Wäre auch noch eine Variante. Gucken wir gleich mal. Also Feuer. Verwenden. Und jetzt nehmen wir mal Holz. Jetzt gehen wir da ran. Nein, nicht so nah. Doch nicht rein. Genau, sie haben zu erwärmen begonnen. Ein Lok. Lok wurde erwärmt. Du nimmst Kohle. Alles klar. Dauert ein bisschen. Du nimmst Kohle, alles klar. Schau mal, so können wir Kohle machen. Lok wurde erwärmt, du nimmst Kohle. Dann heißt das, jetzt können wir gleich daneben nochmal den Forge craften. Das ist dieser Ofen da. Forge. Der dauert jetzt auch 10 Sekunden. Ich glaube, das gibt hier später dann Sachen, da muss man dann echt schon richtig lange warten. Das werden wir alles noch rausfinden. Jetzt haben wir auch zweimal Eisen zur Hand. Das heißt, jetzt machen wir mal diesen... Sie haben einen Forge gemacht, den da. Schauen Sie mal. Schauen Sie mal. Das hier ist also jetzt ein richtiger, schöner Schmelzofen. Ein großer. Da ist er. Und da können wir jetzt also Eisen nehmen und können mit dem Eisen da interagieren. Also, Sie haben begonnen zu schmelzen. Ein Eisenohr. Ja. Nehmen wir es wieder raus. Ich glaube, er steht dann gleich da, dass es fertig ist, oder? Genau. Wurde geschmolzen, du nimmst es. Noch eins. Sie begannen zu schmelzen. Und ich glaube, der Ofen geht davon auch kaputt. Ich glaube, man kann gar nicht unendlich viele machen. Aber dann haben wir schon mal zweimal Eisen. Sehr nice. Eisen wurde geschmolzen. Jetzt können wir auch eine Eisenspitzhacke machen und kommen dann an noch mehr Eisen. Ja, verbrennen will ich mich jetzt nicht. Was zu essen brauchen wir dann auch. Ein Schwert vielleicht. Wie sieht es denn aus mit Waffe? Ein Eisenmachete-Blade. Ein Stahlmacheten-Blade. Einmal Obsidian. Ach, schade, schade.
Eine Tierhaut. Also ein normales Messer können wir so nicht machen. Wir können aber hier. Auch hier. Eisenhatchet-Kopf. Hier können wir also Werkzeug. Werkzeuge herstellen. Ja, jetzt bist du auch müde, nicht? Und hier können wir Klamotten dann machen. Klamotte. Alles Klamotten. Okay, das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Für heute danke ich dir fürs Zuschauen. Wir gehen raus aus dem Spiel, damit es speichert. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, hau rein und tschüss.